Wollte ich nur mal gesagt haben. 1, 2, 3. Und keine Schlägerei. Au. So. Dieser Stuhl geht mir voll auf Melanzano. Nein, du warst ja doch Melanzano. Game. Wo sind denn? Lass einfach ihren Bruder da liegen. Hey, jetzt habe ich geblockt. Hihi, ihr Pisser. So, okay. Warte mal. Ich brauche eine Idee. Hey, brauchst du ein Bombenbett? Ja, bräuchte ich. So, aber warte mal. Jetzt, ich kann jetzt eh noch nichts Großartiges machen, weil ich noch nicht genug Punkte habe. Jetzt mache ich ihn zumindest schon mal doof. So, tschüss. Grüne immer das ist halt aufs Maul bekommen. Finde ich eigentlich Sinn, ich mag das. Ich mag den Grün am liebsten. So, aber diesmal wenigstens ist die Attacke kein Instant mehr. So, ja, okay, ich wollte mal ein Item. Gott. Weißt du eigentlich, wenn der Grüne jetzt eigentlich lila wäre, dann würde mich das an was erinnern. Dich auch? Smile. Wobei, aber der eine von denen war doch blau. Noch. Nicht die Teenage Ninja Turtle. Was denn? Haben wir rot, blau, rot, schwarz, gold, lila? Ja, ah! Oh Gott, das war... Oh, oh, das war eine Referenz. Das war gerade so eine Referenz. Das ging gar nicht. Oh Gott, ey. Du musst immer komische Geräusche dazu. Wie er explodiert, glaube ich, das dritte. Ich würde nochmal wechseln. Mach ich auch. Super, hau sie bitte um. Auch das ist mal nicht zu früh. 2, 3. Sind sie tot? Sind sie tot? Sieht so aus, ne? Ja! Mistviecher! Thank you very much. Mario hat gerade ein O gesprochen. Mm. Wow! Wir sagen nicht sowas wie ah! Oder so, sondern wow! Coole Scheiße! Was ist das denn? Ein Bild von Peach! Hey! Hallo! Lass uns hier raus! Nö. Selber schuld, sag ich nur. Ja! Stern! Ja, ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Glühwürmchen? Boah, Supernova! Epische Karte! Oh, nee. Der Opa. Nobel ist da. Popel ist da. Er ist cool, sag mal nicht. Er ist alt. Er ist cool. Alte Leute sind cool. Yeah. Manche. Außer sie haben Flippen. Nein, okay. Glitzer, Glitzer. Wow. Ich wurde zum Leben zurückgekehrt. Kapitelende. Ja, das wäre es. Das ist der Kapitel. Es gibt 7 Stände. So besiegt Mario und seine Freunde die Koopa-Brüder und retteten den einen der edlen Sterne. Doch noch immer werden 6 der Sterne vermisst und warten voller Hoffnung auf ihre Rettung. Nö. Die Zukunft des gesamten Königreiches des Sternhafens und der Prinzessin und liegen in den Händen von Mario und seiner neuen Freundin. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Tja. Speichern und weiter. Wir wollen nämlich jetzt auch die Cutscene ansehen. Oder vielleicht auch mehr. Komm schon. Ich will meine beste Freundin wiedersehen. Nicht du. Du Schrulle. Die sie nennt zu Schrulle? Ja. Ich frage mich, was Mario wohl gerade macht. Ob er vielleicht verletzt ist. Ich mache mir Sorgen um ihn. Es geht ihm... Oh, Alter. Es geht ihm sicher gut, Prinzessin. Natürlich. Ich wette, er ist gerade dabei, die Sterne zu retten. Woher weißt du das? Du bist doch auch einer. Twink. Ja, du hast recht, Twink. Ich muss stark sein. Stark, bereit, unbesiegbar, schön, entschlossen, mutig. Und dann wurde Peach zu Jundark, sprang aus dem riesigen Schloss hinab in die Stratosphäre und verbrannte. Alter. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Weg hier herauszufinden. Durch den Kamin. Aber vor der... Was willst du denn? Aber vor der Tür stehen jede Menge Wachen. Und du kannst unmöglich durch das Fenster entkommen. Du könntest verbrennen. Schon vergessen. Oh mein Gott, stimmt ja. Oh, warte eine Minute. Ich
Schwester gesagt hat, es gäbe in diesem Raum einen Geheimweg. Twink, helfen wir danach zu suchen. Cool, tolle Idee. Natürlich, yay. Yay. Wieso kann ich nicht spielen? Wieso fliegt das Vieh dir hinterher? Kommando, gar nicht. Das Vieh fliegt dir hinterher. Oh, sieh doch. Das ist mein Text. Da ist doch etwas hinter diesem Bild. Hör auf, meinen Text zu sagen. Oh, wie anders. Ich hab doch gesagt, geh durch den Kamin. Boah, bin ich geil. Ich hab einfach nichts gesagt, weil ich schon kenne. Ja, cool. Jetzt können wir diesen Raum verlassen. Jetzt kommt Kami Koopa. Nee, noch nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, was jetzt kam. Es gibt so viele Cutscenes, wo sie durch den Kamin hier läuft. Noch ein Knopf. Klick. Tätig. Oh! Wow. Wo sind wir? Ach, jetzt kam die Kacke. Bitte eintragen. Hey, sieh dir das an. Es scheint, als hätte jemand ein Tagebuch hier liegen gelassen. Sollen wir es lesen? Eigentlich tut man sowas nicht, ganz ehrlich. Lesen? Nur ein bisschen? Nur ein bisschen? Oh, solche Dinge tust du so wo gerne. Wie? Okay, aber ganz leise. Mal sehen. Tag, Monat, sonnig. Heute bin ich zum Sternhafen gegangen und habe dort den Sternstab gestohlen. Wow, das ist das Ding vom Baum. Jetzt bin ich unbesiegbar, cool. Als würdest du Stern sagen, ey. Ich habe auch die 7 hohen Sterne entführt. Jetzt können sie nichts mehr dazu. Oh, und jetzt können sie nicht mehr dazwischen funken. Jetzt muss ich tiefer in die Stimme reingehen eigentlich, aber ich habe jetzt keine Lust dazu. Das ist jetzt ein das war ein harter Tag und ich bin ziemlich erledigt. Das Abendessen war ganz nett, aber ein bisschen fade. Punkt, 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 Punkt. Ich glaube, ich kenne die Person, die das geschrieben hat. Sollen wir weiterlesen? Lesen nur ein bisschen. Mhm. Okay, machen wir weiter. Tag, Monat, wolkig, dann sonnig. Wow, liebes Tagebuch, heute war ein großer Tag. Ich habe meine Festung dazu benutzt, den Pilzpalast in den Himmel zu erheben. Dann bin ich in den Palast eingedrungen und habe Mario verdroschen. Ja! Ich weiß, unglaublich, aber lustig. Und es konnte noch... kommt noch besser. Danach habe ich Prinzessin Peach entführt. Ich konnte nicht glücklicher sein. Ich hoffe, sie mag mich. Oh, oh Mann. Oh. Oh, mir fehlen die Worte. Entschuldigung. Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Prinzessin Peach, das ist Bowsers Tagebuch. Igitt! Halt's Maul, du kleiner verkackter Stern. Er ist eigentlich im Inneren total süß, wenn du es merkst. Was sollen wir tun? Sollen wir beide lesen? Lesen nicht lesen. Och komm, lass weiterlesen. Tage, sonnig. Nun, die Koopa-Brüder sind von Mario besiegt worden. Er hat sogar den blöden Stern befreit, den ich dort gefangen hielt. Moment, woher weißt du das? Das ist doch gerade passiert. Egal, ich bin so sauer, dass ich kaum schreiben kann. Er schreibt. Ich bin... Was? Ich bin Mario, ich bin so groß und stark und gut und hilfsbereit. Ach so. Ich hasse ihn, ich kann mal... Ich mache ihn mir trotzdem keine Sorgen. Auf keinen Fall kann Mario den Stern in den staubtrockenen Ruinen retten. Um das zu tun, müsste er zuerst das Geheimnis der Wüste lösen. Und die Ruinen in der staubtrockenen Wüste finden. Er weiß ja nicht mal, wie man in die Wüste gelangt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich bin sogar so ruhig, dass ich jetzt zu Bett gehe. Ausrufezeichen! Die staubtrockenen Ruinen sind mitten der staubtrockenen Wüste. So staubtrocken ist es da. Eine der edlen Sterne wird dort gefangen gehalten. Er hat kein Wasser bei sich. Twink, glaubst du kannst Mario finden und ihm das mitteilen? Ja, natürlich, Prinzessin Peach. Ich mache mich sofort auf die Suche. Fragezeichen. Scheiße, dachte ich mir. Oh nein, ich fasse es nicht. Ich habe mein Tagebuch offen liegen lassen. Es wäre
wäre mir furchtbar peinlich, wenn jemand das lesen würde. Aber was? Was hat die Prinzessin hier zu suchen? Ah, ihr Bösartiges! Ihr habt mein Tagebuch gelesen! Nein. Oh, ich dachte schon. König Bowser, gibt es ein Problem? Ihr seid die schlechtesten Wachen aller Zeiten! Bringt die Prinzessin sofort zurück auf ihr Zimmer! Lass mich einfach den Geheimgang nehmen! Jawohl, Sir! Auf der Stelle! Vergebt uns, Sir! Komm mit! Nein! Lass mich runter! Meine Haare bleiben trotzdem so, wie sie sind! Geiles Shampoo und Haarspray und so! Puff, weg! Wer macht die Tür zu? So klar, geil, Kabi, ey! Schon wieder so eine epische Cutscene, ey! Mario, ich weiß, dass du es schaffst, alle hohen Sterne zu retten. Du hast mich auch gerettet. Ich bin aus den tiefsten Gründen meines leuchtenden Herzens spreche ich dir meinen Dank aus. Du hast ein Herz? Jetzt, wo du mich aus meinem Gefängnis befreit hast, ist auch das Siegel, welches meine Macht unter Verschluss hielt, zerbrochen. Schon bald werde ich wieder voll bei Kräften sein. Solange auch nur ein Funken Kraft in mir bleibt, werde ich dir stets